2013, Birdies erster Auftritt im ARD-Morgenmagazin mit Skinny Love. 3 Jahre später ist aus dem Vögelchen Birdie ein großer Vogel im Musikgeschäft geworden. Weltweit verkaufte sie über 10 Millionen CDs. Der Durchbruch gelingt Birdie zunächst mit Coversongs wie People Help the People. Birdies Mutter ist Pianistin, der Vater Drehbuchautor. Kunst ist Familiensache. Kein Wunder also, dass Birdie schon in der Schule Songs schreibt. Mit 19 Jahren bringt Birdie nun bereits ihr 3. Album raus, Beautiful Lies. Diesmal hielt sie selbst künstlerisch das Zepter in der Hand. Ihre neuen Songs sind beeinflusst von der japanischen Kultur und doch ganz Birdie. Eine großartige Stimme. Birdie, heute Morgen zu Gast bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sag mal, wir haben es gerade schon gesagt. 3 Alben, 19 Jahre alt. Kommst du selber in deinem Leben noch hinterher, was da alles los ist? Ich glaube, heute vielleicht sogar ein bisschen mehr als vor ein paar Jahren. Damals war das wirklich sehr überwältigend. Und jetzt habe ich so eher die Möglichkeit, auch mal zurückzuschauen und zu sehen, wie verrückt es war. Mit 19 die Altersweisheit, auch verrückt. Ja. Wahnsinn. Mit 16 hast du schon einen wahnsinnig vollen Terminkalender gehabt. Kann mich noch gut daran erinnern, was du erzählt hast. Aber hast du heutzutage noch Zeit, dich mit Freunden zu treffen? Ab und an natürlich. Da geht es immer ein bisschen darum, dass man die Balance findet. Ich muss natürlich meine Familie sehen, meine Freunde, und die können natürlich auch zu mir kommen. Bei diesem Album, was du jetzt rausgebracht hast, hast du so richtig, ja, sagen wir mal, selbst Regie geführt, richtig Einfluss auch drauf genommen, was da rausgekommen ist. Was ist dir da besonders wichtig? Für mich geht es um das Songwriting, selber die Lieder zu schreiben. Und das möchte ich rüberbringen, dass ich wirklich ein Songwriter bin. Und auch die Produktion ist sehr wichtig, damit experimentieren. Ich habe das Gefühl, dass es das Album ist, das ich wirklich selber wollte. Und musikalisch, worauf kommt es dir da an? Was ist dir da so wichtig? Ich glaube, es ist ein sehr wahres Album. Ich versuche in der Produktion die Sachen so natürlich zu lassen, so echt, wie sie sind. Ein wahres Album ist sehr schön. Beautiful Lies, also wunderschöne Lügen heißt es nämlich. Wir hören auch noch mal rein in deine erste Single. Album-Cover bist du dann auch im Kimono zu sehen. Japan spielt schon eine gewisse Rolle dann jetzt. Wie hat es das aufs Album geschafft? Ja, das ist richtig. Ich habe ein Buch gelesen, Die Geisha von Arthur Golden. Und das ist ein Prozess, der mich wirklich beeinflusst hat. Ich war noch nie in Japan, aber ich hatte gedacht, ich bin diese Geisha, die da schreibt. Und deshalb hatte ich ein asiatisches Gefühl. Das heißt, du warst noch nie in Japan, schreibst darüber. Hast du denn vor, mal hinzureisen, um zu gucken, ob das auch so stimmt, wie du es jetzt darauf gepackt hast? Ja, ich hoffe das. Ich hoffe, ja, dass das Album gut funktioniert, und dann fahre ich hin. Und hört man das auch musikalisch, dass es mit Japan verbunden ist? Oder sieht man das nur in dem Video und auf den Covern und so? Oder hört man das auch tatsächlich? Ich glaube in der Tat, dass es beides ist. Es ist auf jeden Fall auch in der Musik. Einige der Melodien fühlen sich asiatisch an in diesem Album. Und diese Kimono-Geschichte, die finde ich super. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass sich deine Eltern am Anfang Sorgen gemacht haben, weil du immer so traurige Lieder gespielt hast und gesungen hast? Was ist mit unserem Kind los? They did. Ja, genau, das war so. Und ich habe mit 8 angefangen, Songs zu schreiben. Und das waren unglaublich traurige Dinge, über ein gebrochenes Herz. Und dann haben meine Eltern sich wirklich Sorgen gemacht. Ich hatte damals ja noch keinerlei Liebeserfahrungen gemacht und habe trotzdem traurige Liebeslieder geschrieben. Habe ich mir einfach so vorgestellt. Wunderbar. Sie schreibt über Japan, war noch nie da. Ja. Sie schreibt über Liebeskummer, hatte noch keinen. Das ist
kreativ. Das ist, muss man wirklich sagen, ganz weit vorne. Aber wir haben eben schon über das Wort Wunderkind gesprochen, was es im Deutschen ja gibt, was man auch im Englischen kennt. Kannst du damit was anfangen mit dem Wunderkind? Oder ist das für dich komplett abstrakt und bekloppt und weit weg von der Realität? It's quite strange to hear that for me. Es ist natürlich komisch, wenn Sie das jetzt hier so sagen. Nur weil ich das jetzt so mache. Aber ich bin ganz normal erzogen worden, ganz normal aufgewachsen. Bin mit beiden Füßen